Es kann losgehen, wir sind bereit. Cisco! Oh, Cisco, Gambo! Junge, woher weißt du, dass ich hier spawne? Geh arbeiten. Mach das Familienkonto voll. Oh nein, jetzt kommen sie alle. Oh nein. Ja, alle ja! Nein, lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will das nicht. Nein, du steigst jetzt nicht mit ein. Hallo. Halt, stopp. Aus Ich dem möchte in die Weg. Familie. Nein. Wir sollten echt so Bewerbungsphasen machen für die Familie. So Vorstellungsgespräche, wo die Leute sich dann einfach aufstellen können und mir sagen können, ja, hallo, dies, das, jenes. Nur mal als Frage, steht heute was an? Nein. Okay, alles klar. Was wollte ich machen? Richtig, ich wollte mir das Kaufhaus angucken. Das neue Kaufhaus. Das neue alte Kaufhaus. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo das ist. Ich würde vermuten, es ist hier, weil hier ist so ein Kaufhauskomplex. Wahrscheinlich ist es da nicht. So, ist hier das Kaufhaus? Ich denke ja. Das sieht irgendwie komisch aus. Bin ich falsch? Weiß jemand, wo das Kaufhaus ist? Nahe Würfelpark. In der Nähe vom Würfelpark, also okay. Ey, Leo. Ey, ja, was geht? Wo ist der Dingens? Wo ist das Einkaufszentrum? Komm mit. Ich folge. Ja. Die Bremsen sind aber noch nicht vorhanden. Es brennt, alles klar. Oh, es laggt, holy shit. Was geht denn hier ab? Hallo? Was ist das? Das ist nicht, liegt nicht am Feuer. Ein Greenscreen. Hey, das ist für meinen Cutter gut. Mein Cutter kann jetzt einfach so tun. Mein Cutter tut jetzt einfach so, als wäre ich. Pass auf. Plötzlich bin ich am Strand. Plötzlich stehe ich in der Stadt. Und plötzlich stehe ich wieder am Strand. Mein Gott, ich bin ein absolutes Genie. Komischer Apple Shop mit, Nokia. Dingensbummens. Gibt's ein Problem? Nö. Ja? Gehörst du zu den Grünen? Warum? Weil du grün angezogen bist. Ja. Bist du ein Growthler oder wie? Bei denen? Ja. Wirklich? Hast du eine Pumpgun dabei? Ja, habe ich. Kann ich die mal auch, also haben, quasi? Wenn du mich nicht umbringst? Nein, ich will die nur mal testen. Ja, kannst du haben. Oh, Ehrenmann, warte! Ey, ich wollte dir Geld geben. Chill mal. Ach du Scheiß, was ist denn hier los? Leider im Waffenlager sind richtig viele Waffen. Haben die Ja, alle och, gelegt. danke. Ui, warte mal, was ist denn hier los? Oha. Ach, hier ist ein Event. Die laufen alle in den Kreisel rein. Ah, hier ist das Familienevent. Deswegen laufen die alle hier rein. Gut, das war ja jetzt nicht so interessant, wie ich dachte. Dieses Kaufhaus ist doch kleiner, als ich dachte. Aber ich muss zur Polizei. Ich muss mir das Radarfallengerät angucken. Guten Tag. Ey, Guten yo, wie Tag. kann ich denn hier eingestellt werden? Das kann ich Ihnen verraten. Und zwar sind hier grundsätzlich immer Bewerbungsphasen, dienstags und freitags. Und da können Sie sich dann bewerben kommen. Hallo, ich will den Herrn hier vor uns sehen. Genau, ich auch nicht. Nö, ich rede auch gar nicht mit Ihnen. Ach so, okay, ich verstehe. Welchen Rang habt ihr? Leutnant, Captain. Die Zahl, die Zahl, die Zahl, die Zahl. Was für Zahlen? Ihr Rang hat ja eine Zahl. Ja, ich glaube, das ist bei 16. mir die Nummer 8. Ah, 15. oh. Oder 9. Ich dachte, es geht. Oh, da muss ich wohl Rang 20 werden. Ah ja. Rang 20 ist schwierig, ne? Ist schwierig, ne? Das ist der Chief, ne? Wäre ja komisch, wenn ich jetzt plötzlich der Chief wäre, ne? Also das über stimmt. meinem Captain ist noch eine Posi offen. Dann war's das, ne? Höher geht nicht. Wäre ja doof. Was ist denn jetzt Ihr Anliegen hier? Also, ja, Moment, ich komme gleich nochmal auf euch zu sprechen, ja. Wunderschönen guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Mein Name ist Dune vom Important Administration Agency. Ich würde ganz gerne den ranghöchsten Officer mal sprechen oder Beamten, mich. Der gerade im Dienst ist. Mich. Tag. Hallo, ich bräuchte tatsächlich jemanden, der mich ein bisschen befördert. Ja, ich denke, das kriegen wir organisiert. Super. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Der Herr, Ein Moment, da ist jemand auf seiner Hupe eingeschlafen. Ja, ich habe einen falschen Film gerade, oder? Ja, ich bin der Herr Leier, hallo. Alles klar, Herr Leier. Ja, Sie sind ja VIP heute im Start, ich verstehe. Also wie gesagt, mein Name ist Tune, ich sollte bekannt sein. Herr Bernhard, wir kennen uns ja schon. Können Sie mir bitte den ranghöchsten Beamten gerade mal ranrufen? Könnten wir den verhaften, bitte? Der ist auf der Hupe eingeschlafen. Genau, kann sich bitte ein Officer um den Hupenden da kümmern? Das wäre ja Standard, ne? Alles gut, kümmere ich mich mal drum. Ja, so, wollen Sie sich auf der Couch Platz nehmen? Oder ja, ich stehe einfach gerade. Ich mach's kurz, da wo ich komme, war ich bereits Officer oder bin immer noch Officer. Einer der Ranghöchsten tatsächlich. Und in der Stadt geht das Verbrechensvorkommen gegen null. Das heißt, die Leute haben Respekt vor der Polizei und beachten die Regeln. Deshalb habe ich mir gedacht, da ich ja jetzt hier aktuell Urlaub mache, komme ich einfach mal vorbei und mache die Stadt sicherer. Sind Sie sich aber bewusst, dass hier genau das genaue Gegenteil ist wie in Ihrem anderen Polizeidienst? Natürlich, die Leute müssen hart rangenommen werden, damit die auch Respekt haben, natürlich. Das ist logisch, ja. Und wie viel Erfahrung haben Sie hier schon mit dem Polizeidienst, sprich mit dem PDA und den ganzen Möglichkeiten, die wir hier haben? Ich kenne mich wie super aus. Sind Sie damit? Ich kenne mich super aus. Okay.
Sieht ganz super aus. Genau. Also Sie könnten wissen jetzt direkt, wie alles funktioniert und genau, so weiter. Genau, richtig. Ich weiß alles. Ich bin Profi. Ja. Ich habe sogar schon privat eine Weste angezogen, weil ich aus dem Dienst nicht mehr rauskomme. Kann ich abschalten. Ah, okay. Wie läuft das jetzt ab? Ah, wie bekomme ich denn den höchsten Rang hier? Ja, den höchsten Rang. Ich würde gerne sofort loslegen. Kann ich nicht geben. Ja, loslegen können Sie. Wie gesagt, allein fahren lassen möchte ich Sie auch echt ungern, weil... Ja, ja, ich nö. Ich will zwar jetzt Fragen stellen, aber eigentlich kommt es immer auf die Praxis an, speziell nicht erst so der Theorie. Ja, herein. Bei ihm hat es an der Tür geklopft, das kann nur seine Mutter gewesen sein. Habt ihr das gehört? So ganz leise im Hintergrund. War das Mama oder Papa? Das war tatsächlich... Ja, Bekannter. Ah, okay. So. Sie können mit dem Herrn Bernhard gerne zusammenfahren. Alles klar, Herr Bernhard, let's go. Herr Bernhard zeigt, wie Sie sich ausgerüstet haben, welche Waffen Sie mitnehmen dürfen und so weiter. Ja, ich habe schon alles erledigt, keine Sorge. Kommen Sie alles ich dabei. Bin komplett durch. Nicht Ihre Officer-Kleidung an. Das ist undercover. Wir dürfen nicht undercover fahren. Nee, gibt's nicht, ne? Also, wenn Sie als Officer fahren, dann fahren Sie als Officer. Kleiden sich so auf. Dann fahre ich undercover mit einem Undercover-Fahrzeug. Sie haben immer noch Ihre Officer-Kleidung an, ja? Das ist undercover. Glauben Sie mir, das funktioniert immer gut. Es gibt bestimmte Abteilungen, die dürfen undercover fahren. Ich bin nicht darunter, leider. Ich bin in der VIP-Abteilung. Ich darf alles. Ich bin so frech, ne? Ich bin halt so frech. Man muss manchmal einfach frech sein. Steigen Sie ein. Dürfen wir nicht. Steigen Sie ein. Wenn wir damit jetzt rumfahren, Schwierigkeit mit dem Chef. Steigen Sie ein jetzt. Der Chef ist nicht hier. Der Chef sieht das nicht. Herr Bernhard, steigen Sie jetzt ein. Herr Bernhard, steigen Sie in das Auto. Ey, wir dürfen leider nicht. Wir können Streifenwagen fahren und können so lange fahren, wie Sie möchten, ne? Aber, ja, wir können natürlich hier nichts. Wieso fesseln Sie mich jetzt? Schön, dass Sie eingestiegen sind, Herr Bernhard. Wunderbar. Jetzt können wir endlich auf Streife fahren. Sie wissen gar nicht, was Sie für ein Glück haben, hier im Auto zu sitzen. Das wollte ich tatsächlich nicht, ne? Schauen Sie mal. Sehen Sie, wie er fährt. Ich muss finden, dass Sie mich aus der Handstelle legen und ich steige ein. Wenn Sie das dann machen und endlich einsteigen und aufhören zu jammern wie ein 14-jähriges Mädchen, dann ja. 14-jähriges Mädchen, ja, das ist natürlich höchst kriminell. Einsteigen. Bin immer noch in Handschellen? Ah, ne, nicht mehr. Wir machen Kompromiss, ich fahre. Nee, ich will fahren. Komm, steigen Sie ein jetzt. Komm, wir sind ja beim Du, wir sind ja Kollegen, ne? Na gut, dann fahren wir aber erstmal nochmal zum BD, ja? Warum? Ich will dir erstmal die Sachen erklären, ja? Erklären Sie es mir, hier im Auto, ich höre Ihnen zu. Ja gut, dann fangen wir bei der Ausrüstung an. Was hast du denn dabei an Waffen jetzt? Was hast du für eine Weste dabei? Ich habe eine Schutzweste, die private. Und dann habe ich noch eine Polizeiweste. Die werde ich aber nicht rausholen, weil ich bin ja undercover dabei. Die schwere. Ja klar, aber meinen Sie, sind gut undercover, wenn... Warten Sie mal, ich bin gerade etwas... Soll ich mir eine Weste holen? Ist das lieber? Ja, tatsächlich. Okay. Ich kann dir sagen, was Sie rausnehmen dürfen, was wir dann machen, ne? Ja, ich habe einen Taser dabei und einen Revolver. Revolver? Einen Pumpgun. Welchen Rang haben Sie denn? Den höchsten. 20. Also sind Sie der Chief? Ja, 20. Ui. Was ist denn hier passiert? Ihr seid manchmal echt inkompetent. Ja, wir sind inkompetent, ne? Wenn du auf den Bewusstlosen einsteckst, sind wir die Inkompetenten, ja? Alles klar. Okay, dann nehmen wir den doch fest. Alles gut. Ja, alles klar. Gut. Jetzt seid ihr beide festgenommen. Ich nehme die mit. Ich kümmere mich drum. Ich fahre die direkt ins SG. Ich fahre jetzt eh ins SG. Ich muss den Kollegen dann noch hinbringen. Dann nehme ich die hier mit. So, einmal ins Auto setzen. Der Kollege hier auch. Einmal ins Auto setzen. Ja. Der Beifahrer bekommt Beamtenbeleidigung und der andere bekommt Mord, ne? Ich fahre. Ich fahre. Hallo. Ja. Bernhard. Komm mit, ja, ich kann es dir doch erklären. Komm mit. Kannst du dir erklären, wieso ich fahre und du nicht? Wir können aber nicht so zum SG fahren. Wenn wir von der FFB wieder rausgezogen werden, dann... Jungs, ich habe euch den Arsch gerettet. Ja, das passiert kein zweites Mal. Was macht ihr denn auch für eine Scheiße? Der Typ hat auf mich eingeschlagen. Ich habe ihn halt nicht verteidigt in dem Sinne. Ach, der gehört gar nicht zu uns. Nein. Ach so. Ich dachte, das ist auch so ein Anwärter von unserer Familie oder so. Der schreit Cisco, hallo, Chat, was geht und so. Ich höre den gar nicht. Ach so, der schreibt das. Der ist ja gefesselt, ne? Ja gut, selber schuld, ne? Ah, ich sehe schon, was er macht. Ja, ich hab's gesehen. Fahr dich jetzt zurück zum Anwesen, ja? Aber ey, lass dich nicht mehr hier verwickeln in so Probleme. Wir können dich nicht im Knast sehen. Wir brauchen dich. Du bist hier der Rang 9. Ja, das Ding ist ja Mortal. Der ist Rang 1. Der macht schon Discord und so, aber wir wurden halt noch nicht inoffiziell gepackt und deswegen macht er schon einfach Discord. Ich verstehe. Ich möchte in die Familie. Ja, steig ein. Ja, steig ein hier. Steig ein hier. Alter, bei dem ist Unwetter. Soll ich einsteigen? Ja. Okay. Bist du auf einem Berg oder so? Nein. Ist ganz schön stürmisch heute, ne? Ist ganz schön stürmisch. Ja. In meinem Kopf sind 40 Grad und deshalb bin ich hier halt auf dem Berg in meinem Kopf. Ah, ich verstehe. Ich kann ihn auch ausmachen, den Wind, aber dann ist es schlimmer bei mir. Mhm. Sehr schlimm. Was machen wir denn mit dem? Wohin geht's jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich würde gerne Ihre Fähigkeiten mal testen. Aha. Würden Sie hier mal kurz arbeiten? So als Autoputzer? Als Autoputzer, ja, ich kann's auch. Genau. Ich tu mal so, als wäre ich ein Gast. Servus. Servus.
Mein Kopf kommt gerade nicht auf den Schwamm klar. Warten Sie kurz. Was machen Sie da sauber? Oh, sorry, ich wusste nicht, dass das unsichtbare Bootmobil schon hier drin steht. Ja, ja, sorry, sorry, ich mach Platz. Ja, ich habe gerade Kopfprobleme. Ja, ich seh's. Ich komme nicht mehr weg, Hilfe. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja, ja. Kein Problem. Boah, Sie sind so ein netter Mann. Ich hab noch nie jemanden bei meinen Kopfschmerzen. Stirbt ja gar nicht. Warum kriegt er keinen Schaden? Ja, das sind halt Kopfschmerzen. Sommer, was geht hier ab? Entschuldigung, dürfte ich mal kurz meine Waffe an ihn testen? Digga, moddest du? Wie funktioniert das? Ist nicht die Waffe, die nicht funktioniert. Cheatest du? Oh, jetzt bin ich tot. Er hat ja wirklich Kopfschmerzen, er hat ja wirklich Lags. So, was machen wir denn jetzt? Geschwindigkeitsmessung würde ich gerne durchführen. Das habe ich noch nie gemacht. Warte, das gucke ich mir mal an. Wie geht denn das? Einschalten des Radar, Radar einstellen, Radar einstellen. Ah, okay. Okay, Radar verwenden. Aber ich mach's woanders, weil hier läuft schon wieder Musik. Ich hab gestern gesagt, ich würde es einstellen, dass ich diese Musik nicht mehr höre im Online-Modus, aber es geht nicht. Radar einstellen, so. Ey, Mann, hier läuft schon wieder Musik. Ich glaube, wir werden angegriffen. Wir sollten alle zum Familienhaus gehen. Ha, super. Oha, sind da viele, Junge. Nein. Hä? Du hast bereits an einem Familienratsort teilgenommen. Kann ich mein Haus jetzt nicht mehr verteidigen oder was? Weil ich da reingelaufen bin. Kann man bei Ihnen der Familie beitreten? Ja, natürlich. Komm her. Genau hier wird's aufgestellt. So, wie klappt denn der Spaß hier? Zoomen, rauszoomen, reinzoomen. Hey, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Bin ich lost? Hallo? Kann halt auch nicht schießen oder so. Ich kann nichts machen damit. Leertaste. Ah, oh, tatsächlich, lol. Oh, 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 okay. Kann die nur festnehmen, aber, also so festsetzen. Ich kann die nicht blitzen. Naja, dann baue ich das Ding halt wieder ab. Was machst du denn hier? Servus. Was machst du denn hier? Polizeikontrolle. Ich sag doch Polizeikontrolle, Mensch. Die Barrikade auf dem Highway kommt nicht so gut. Aber dann halten die an und ja, nee, aber genau. Ich bitte auf dem Highway eine Barrikade platzieren. Ja doch, hab ich getan. Fahren Sie mal bitte weiter hier im schwarzen Fahrzeug. Der ist sauer. Kommen Sie mal zur ja, Seite. Ja, hallo. Nehmen Sie mal die Barrikade weg, kommen Sie mal zur Seite. Ist das ein Problem mit der Barrikade mal, oder? Wir gefährden die Bürger, das können wir so nicht machen. Nehmen Sie mal die Barrikade weg. Also, ich müsste... Also, wissen Sie, Sie sind ja VIP und ich tue auch fast alles für Sie. Überhaupt gar kein Problem. Fast tun Sie alles. Mir aber einen Gefallen. Gefährden Sie bitte nicht die Bürger. Also es geht nicht, dass die Bürger hier in eine Straßensperre halt reinfahren, sich überschlagen, vielleicht auch noch ausbluten, kein Medikal kommt. Das würde ich sehr ungern halt sehen. Sind Nagelketten erlaubt? Solange Sie mir versprechen, dass der Bürger sich nicht... Sicher nicht, ob der sich verletzt oder nicht. Ja, ja, ja. Nein. Wir gucken einfach mal, bis einer drüber fährt. Niemand. Also wenn ich kurz mal bei Ihnen runtergucke, die Waffe sehe, Sie verletzen niemanden. Sicherlich nicht, nein. Nein, dem geht's gut. Guck, der fährt weiter. Also... Mir ist es, also Sie können machen, was grundsätzlich Sie wollen, solange Sie mir bitte keine Bürger gefährden. Okay, ich gefährde Auto. Autos und Blech. Dann bin ich bei Ihnen. Ja, die haben ein bisschen Spaß, die fühlen sich gerade wie auf dem Rummel. Haben Sie das gesehen? Habe ich gesehen, ja. Ich sage das, wie im Karussell hier gerade. Servus. Entschuldigung, ja. Ist hier ein Nagelbrett auf der Straße? Ja, ja, das haben wir auch schon gesehen. Wir sind gerade am Funken und gucken, welchem Kollegen das gehört, der es hier aufgestellt hat. Wir können das leider nicht entfernen. Ja, dann ist aber schlecht, wir haben uns was verletzt. Er hat zum Glück nur fast. Ja, hätten wir keine S-Klasse, dann wären wir jetzt am Arsch gewesen, ne? Natürlich, natürlich. Und hier Dienstausweise mal sehen, kurz bitte, wenn's geht. Meine? Nee. Wie, zeige ich Ihnen nicht. Sie müssen das zeigen, ich will das nicht. Wenn ich mich ganz kurz einklinken darf, schauen Sie mal auf meine Brust. Ja, ja. Oh. Was steht denn da? Der Pognadomann ist weg. Ich will das was auf meiner Brust. Das sehen, bitte. Ist mir egal, was da steht. Ich können Sie gar nicht sehen? Das steht EAA. Gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. So. Sie sind hiermit verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Für was bin ich verhaftet? Warum wird denn jetzt mein Fahrer mitgenommen? Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden, schauen Sie sich den Tornadomann an. Was für Tomaten? Verdammt nochmal, jetzt. Sie sind festgenommen. Wohin fahren Sie überhaupt hin? In Knast. In Knast. Fürs Rumheulen. Fürs Rumheulen. Fürs Rumheulen? Ja, fürs Rumheulen. Verarschen? Nö. Ich bin bei der NG, Sie können hier einen anderen Wetten. Wo sind Sie? Festholen. Ich bin bei der NG, was ist los? Kenn ich mit nicht. Kenn ich nicht. Kennen Sie nicht? Nee. Alles klar. Da werden Sie es kennenlernen. Ich rufe jetzt meinen Anwalt an, wir reden dann weiter. Nee, Sie kriegen keinen Anwalt. Sie kommen direkt in die Einzelhaft. Werden wir sehen. Okay. Ach, ich behalte sie noch ein bisschen bei mir. Ich habe eine Idee für sie. Ich weiß, was ich mit der mache. Ich werde mir für den jetzt extra viel Zeit lassen. Extra viel Zeit. Aber vorher muss ich den Wagen noch tanken und reparieren. Das sieht nämlich aus wie Scheiße. Es ist immer dasselbe, ne? Die Leute, die rumheulen und die dann festgenommen werden, einfach nur, weil die rumheulen und weil die mir auf den Sack gehen, die sind dann auch wirklich die Besten. So, nee, das kann nicht sein. Wollen sie mich verarschen, dies, das. Aber finde ich gut. Ist schon gut so. Geht's Ihnen gut? Soll ich Ihnen was mitbringen von der Tankstelle? Ein Ü-Ei, nee, Kinderriegel, Eistee, nix.
Was halten Sie davon? Wir gehen mal ein bisschen wandern. Ich habe keinen Bock auf Wandern. Fahren Sie erst zu SK. Mein General kommt jetzt dorthin und wir besprechen das. Mögen Sie wandern? Ja? Nee, möchte ich nicht. Sie fahren jetzt zu SK und mein General kommt und dann werden wir die Sache regeln. Ja? Ob Sie recht haben oder nicht. Ist doch irgendwo ein Wasserfall, ne? Ist aber hier irgendwo, glaube ich. Fahren Sie sofort zu SK, ja? Nö. Die fahren jetzt sofort zur SG, sonst mache ich einen globalen und dann werden sie gejagt von der NG. Sie haben gar nichts zu melden. Ich hoffe, Sie wissen, Sie haben gar nichts zu melden. Sie haben mich einfach mitgenommen, ohne irgendeinen Grund. Sie Grund haben ist, dass probiert, meinen Einsatz dort zu schädigen, zu stören. Ich habe Sie nicht geschädigt. Ich habe einfach nach Ihrem Dienstausweis verlangt. Sie müssen das herzeigen, wenn ich das verlange, ja? Nö. Natürlich müssen Sie das. Nein, ich will aber nicht. Ja, werden wir sehen, ob Sie das nicht wollen oder doch müssen. Ja, dann wandern halt, ne? Warum fällt er nicht runter? Warum steht er im Auto, wenn ich ihn ejecte? Kacke, guck mal, ich zieh den jetzt im Auto mit. Steht der da? Wo ist er hin? Er ist weg? Kann man nichts machen. Ah, zufällig ist er hier. Hallo? Entschuldige Sie, Herr Winkler. Darf ich in Ihre Familie? Ich bin nicht der Herr Winkler. Nicht? Nee. Oh, okay. Sie kommen in die Familie, aber kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Steigen Sie ein. Okay. Wir haben da so ein, wie soll ich sagen, wir haben da so ein Aufnahmeritual. Okay. Das ist wie bei den College-Clubs. Wenn Sie da rein wollen, müssen Sie was tun. Also eine Mutprobe? Ja, so ungefähr. Also, Sie müssten auf jeden Fall da runterspringen, von der Spitze ins Wasser. Und dann? Ja, wenn Sie es geschafft haben, dann können Sie wieder herkommen. Und dann lade ich Sie ein. Okay. Er ist perfekt ins Wasser gesprungen, ne? Aber ich glaube nicht, dass er es überlebt hat. Wenn er auftaucht, dann hat er es überlebt, aber ich bezweifle... Hello, how are you? I am under the water. Was? Er hat's überlebt? Wer ist der Auserwählte? Der wird eingeladen. Der wird eingeladen. Safe. Ach, guten Tacho. Ja, Mensch. Hallo. Mutprobe bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der Familie. Danke, danke. Jo, was ist das für eine Scheiße hier? Guck dir mal die ganzen weißen Autos an, die müssen wir alle einparken. Kannst du das machen? Okay, ich mache. Mach mal. Da kommt der Abschlepper und er kann nichts abschleppen. Was guckt ihr so blöd? Was guckst du denn so blöd? Was guckt ihr so blöd? Mach das für Landgewinn, Digga. Sorry. Oh, oh. Oha, oha. Alter, was geht hier eigentlich ab? Sorry. Okay, das sind die Nachbarn, die ganze Zeit unser Haus raiden, oha. Nee, nee, da muss ich jetzt erstmal mich entfernen. Bleib stehen. Boah, ich bin so ein 500 IQ-Mensch, Junge. Gott sei Dank habe ich nur einen Realschulabschluss. Da ist er wieder. Schieß ihn bitte um mit mir. Nein, sind wir ganz laut, man hört sich schlecht. Fahrt weg, fahrt weg, steig einfach weg. Der Typ verfolgt mich. Kann man dir helfen? Ich liebe sie. Nein. Och, der Stream snappt ja auch. Wir können das noch klären, okay? Wir können das klären. Oh nein. Aber die gucken auch meinen Stream. Warum wisst ihr, dass ich hier bin? Das habe ich aber auch schon von Anfang an gesagt, ne? Bei den Videos ist das schon scheiße, ne? Wenn Leute bei Videos mich die ganze Zeit verfolgen und mir auf den Sack gehen, ne? Ist schon kacke. Bei Streams ist mir das egal. Wenn die mich umscheppern und ich dann hier 10 Minuten liege, 10 Minuten weniger, ja, weniger Stream. Weniger Streaming-Zeit auf Grand, so ungefähr. Oh, da wurde gebannt. Oha. Gelockt oder der ist wegtippet worden, ne? Und der andere fährt sofort weg. Ja, locker, Junge. Ich liebe sie, ich liebe sie. Ja, ich liebe dich auch. Steig ein. Fahr mit. Kann ich wen grüßen? Ja, wenn du da reingehst. Ich grüße Luca und John. Okay. Okay. Der ist... Ich wollte nur sicher gehen. Ich wollte nur sicher gehen. Genau das meine ich damit. Was ist los? Was war das gerade? Was war das gerade? Was denn? Die Waffe da in der Hand? Ich habe keine Waffe in der Hand. Geh weg von mir. Hallo. Ach, nein. Grüße. Ach, Mensch. Die Stimme kommt mir aber bekannt vor. Ja, woher denn? Bitteschön. Hallo? Wunderbar. Die Stimme kommt mir aber bekannt vor. Die Stimme kommt mir aber bekannt vor. So, wir haben noch 10 Minuten, Leute. Was machen wir jetzt in 10 Minuten? Wollen wir einen Auftrag annehmen? Hilfe schnell. Okay, 500 Meter entfernt. Nehme ich an. Wie nehme ich den an? Annehmen. Nein, nicht guten Tag. Ich fühle mich echt wie so ein Ex-Promi oder so ein, weiß ich nicht, Leonardo DiCaprio, kein Plan. An jeder Ecke wirst du angesprochen. Hallo, guten Tag, hallo, hallo. Hallo, wer hat gerufen? Sind Sie? Hallo. Polizist, sind hallo. Sie? Oh mein Gott, ja, kommen Sie mit, der Herr. Ich weiß genau, wer Sie sind. Kommen Sie mit, ich habe da drin einen Spaßfall. Ich weiß genau, wer Sie sind. Kommen Sie mit rein. So, der Herr, folgen Sie mir mal bitte. Wir haben hier irgendwo, wo ist er denn? Ich glaube, auf der 2 ist der. Der ist mit so einer Zitrone auf dem Kopf. Der benimmt sich hier gar nicht gut. Nee, warten Sie mal, ist der gerade nicht runtergegangen? Der ist, glaube ich, gerade runter. Wo?
Ist niemand. Hier, da war gerade jemand mit einer Zitrone. Der hat irgendwie. Ja, ich weiß. Das ist draußen. Ja, hier ist nix. Ja, scheiße, Mann. Super, Fall gelöst. Alles klar, Alter. Ich dachte, alles vorbei. Entschuldigung? Ja, bitte. Könnte mein Kollege zu Beginn? Nee, sorry. Heute sind keine Bewerbungsstunden. Bewerbungsstunden machen wir dann in 3 Tagen, ja? Ah, Bewerbungsrunden machen wir dann einfach in 3 Tagen. Am Mittwoch oder so, keine Ahnung. Oh, das ist neu. Die letzten 5 Minuten warte ich jetzt genau hier. Ich habe keine Lust mehr auf die Leute, die mich verfolgen. Ich hätte mir einen Sniper mitholen sollen. Ja, bitte. Herr, haben Sie gerade meinen Kollegen angeschossen? Nein. Wollen Sie was haben, der Herr? Tschüss. Herr, wollen Sie eine Weste haben? Nein. Ah, hallo. Hallo, wer sind Sie? Wo kommen Sie denn her? Ich bin Officer. Hallo. Officer. Ja, ich kann Ihnen das sogar zeigen, indem ich jetzt einfach diesen Schlüssel hier reinstecke. Ja. Oh, das ist ein FAB-Auto. Ist schlecht. Mhm. Oh. Hey, hey, warum tasern Sie? Hey! Bleib stehen, der Herr. Okay, ich bleib stehen, ist gut. Stehen bleiben, der Herr. Das habt ihr davon. Selber schuld. Lasst mich jetzt bitte in Ruhe. Jungs, ihr wisst, was zu tun ist. So richtig? Ja, exzellent. Ausgezeichnet.